Guten Morgen, liebe New World-Freunde, wie wir. Es gab für alle, die es nicht mitbekommen haben, gestern Abend eine Notfallwartung, da durch die Talerkompensationen einige Spieler EU-weit die Taler erhalten haben, die die Kompanien eigentlich erhalten sollten. Das heißt, es gab Spieler, die haben bis zu 300.000 Taler, wie in diesem Thread beschrieben, erhalten. Manche mehr, manche weniger, manche gar nichts. Zu denen zähle ich. Aber hey. Dazu schrieb der Community Manager Tosh: Wir untersuchen derzeit ein Problem mit Talerkompensation für Spieler und mussten die Region EU Central deswegen in den Wartungsmodus setzen. Sobald wir weitere Neuigkeiten haben, werden wir dies hier posten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Und dann gab es nochmal ein Update. Eine Stunde später. Unsere Untersuchung bezüglich der fehlerhaften Talerkompensation dauert an. Zudem arbeiten wir an einer Rücksetzung für alle betroffenen Charaktere. Spoiler, es waren nicht alle betroffenen Charaktere, es waren alle Charaktere. Leider können wir derzeit nicht abschätzen, wie lange es dauern würde, bis sämtliche Arbeiten abgeschlossen wurden. Aber sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir euch informieren. Gut, das haben sie jetzt in dem deutschen Forum oder der deutschen Topic nicht gemacht. Dafür habe ich dann euch den englischen nochmal, der ebenfalls von Tosh beschrieben wurde, herausgesucht. Und genau, dann gibt es hier eine Erklärung, wie genau der ganze Bug zustande kam, wodurch sich das Ganze dann kristallisiert. Und dann haben wir hier vor 6 Stunden, jetzt haben wir es aktuell 8:30 zum Zeitpunkt der Aufnahme, von Luxandra, der Community Managerin, nochmal einen Eintrag. To be clear, no items will be lost from the trading post being disabled. Any items that appear to be missing will be restored after the data operation on the trading post. Das heißt zum einen, dass es, also dadurch, dass die Server zurückgesetzt wurden, muss man es nochmal ein bisschen aufklären, gab es einige Leute, die Gold verloren haben, beziehungsweise die Sachen, die im Auktionshaus sind, kann man aktuell nicht rein und erscheinen auch nirgendwo. Also die werden nicht aus dem Auktionshaus genommen, sondern die sind nach wie vor im Auktionshaus, aber man kann darauf eben noch nicht zugreifen. Dann gab es nochmal von Elaine ein Update dazu, und zwar: We believe we have found and resolved the players who transferred being stuck issue to the rollback. If you encountered this, please let us know. Dann gibt es anscheinend auch noch Spieler, die festgefahren sind und sich auch nicht mehr entstacken können. Und nun ja, das ist jetzt soweit der Stand der Dinge. Das heißt, die Server wurden zurückgesetzt auf, ich glaube, 12:30 mittags war die Uhrzeit. Das heißt, es wären knappe 3 Stunden Verlust plus die Auswahlzeit für die Zeit, wo es dann down war. Es ging, glaube ich, auch heute Morgen um 3 Uhr weiter. Und bis jetzt hatte ich keine Probleme, bis auf dass der Trading Post eben, wie gesagt, deaktiviert wurde. Was mich aber nicht betrifft, warum, erfahrt ihr im nächsten Video. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kurzen News helfen. Wie gesagt, die Server gehen wieder. Aktuell funktioniert alles außer der Handelsposten. Bis zum nächsten Video. Euer Rio. Ciao.